select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Unser Trainer natürlich, Tobias Winter, und zu meiner Rechten, nicht wie Sie erwartet haben, den Trainer der SGV Freiberg, Ramon Germann. Der hat sich leider französisch verabschiedet. Ich glaube, die Enttäuschung saß doch zu tief, dass sie nicht mehr Zweiter werden konnten. Dafür ist bei uns natürlich viel wichtiger, dass unser Sportvorstand bei uns ist, Bernd Stadler. Zunächst natürlich herzliche Gratulation, Tobias, an dich und natürlich auch an deine Mannschaft. Die letzten 5 Spiele nicht verloren, 13 Punkte, den Klassenerhalt geschafft. Das ist nicht so oft hier in Spielberg, dass man das einen Spieltag vor Runde schon schafft. Also ich habe der SV Spielberg natürlich auch schon vor meiner Zeit hier verfolgt und bin mir dessen bewusst, aber ich glaube, wir sind alle sehr froh, dass es hier heute im Heimspiel gelungen ist. Ich glaube, das beschert uns einen wunderschönen Abend. Das denke ich auch. Mit diesem Sieg heute ist unsere Mannschaft Tabellen-14. Und wie gesagt, und spielt auch nächstes Jahr wieder in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg. Das soll uns mal jemand hier in der Nähe nachmachen. Tobias, an so einem Tag wie heute lohnt es sich nicht, über irgendwelche Kleinigkeiten wie einen Fehler nachzudenken. Wenn man vorher von der Chancenverwertung absieht, ist uns alle, euch natürlich auf der Bank auch, wahnsinnig viele Nerven gekostet hat, oder? Ja, die Chancenverwertung war heute mangelhaft, muss man sagen. Es hat halt heute eins gereicht. Wir haben zum Teil schon sehr gute Situationen nach vorne rausgespielt, aber sie liegen gelassen, aber habe mit einem ganz, ganz großen Herz in den entscheidenden Momenten verteidigt. Hatte in den Situationen ganz am Schluss, als der Pichon von Freiberg zweimal zum Kopfball kommt, aus nötigem Glück, dass der Ball einen Zentimeter zu hoch war, dass er keinen Druck auf den Ball bekommt. Werde dieses Jahr, zumindest seit ich hier bin, vorher weiß ich es nicht, in vielen Situationen schon auch das Spielglück nicht auf meiner Seite. Und heute war es dann in den 2 Situationen am Schluss auf jeden Fall auf unserer Seite. Aber ich glaube, dass der Sieg, und da sind wir uns einig aufgrund des Chanceverhältnisses, also mehr als verdient war. Das kann man wohl nur unterstreichen. Ben, du als Sportvorstand hast schon einige heikle Situationen, nervenaugende Situationen hier in deinem Verein erlebt. Wie hast du denn die Saison jetzt gesehen heute? Ja, ich muss erst mal durchschnaufen. Ich bin, total leer. Ich denke, die letzten 6 Wochen, die haben mich schon mitgenommen, muss ich auch sagen. Ich muss auch sagen, ich war im Nachhinein jetzt richtig stolz, die letzten 5 Spiele, wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Auf was ich besonders stolz bin, das muss ich auch sagen, wir haben 8 Spiele verloren, es sind viele gekommen, der Trainer steht zur Diskussion, der Trainer muss weg. Ich habe immer gesagt, der Trainer geht, ich gehe mit. Wir haben es nicht gemacht, der Trainer steht da, ich stehe da, wir haben den Klassenerhalt geschafft. Ich denke, vielleicht sind wir auch mal für ein bisschen Kontinuität belohnt worden, auch mal was durchzuziehen. Ich muss noch eins dazu sagen. Es war vielleicht so, das muss ich mir eingestehen, dass ich vielleicht zu spät eingegriffen habe in manche Situationen in der Mannschaft, in der Mannschaftsführung, was teilweise war. Ich habe zu viel an die Gutmütigkeit von manchen Spielern und sonstige geglaubt. Und ich denke, fast zu spät, aber jetzt doch noch rechtzeitig die Kurve bekommen zu haben in manche Entscheidungen. Und ich denke, wenn man heute gesehen hat, oder die letzten 2-3 Spiele, was für eine Mannschaft als Team aufgetreten ist, wie sie sich zerrissen haben, sich angefeuert haben, sich gegeben haben, das haben sie vielleicht die Woche vorher in gewisse Sachen nicht, wo man auch sagen muss, dass teilweise viel Unruhe drin war. Und diese Unruhe, das muss ich nochmal sagen, hätte ich vielleicht vorher in anderer Form bekämpfen müssen. Aber ich möchte mich trotzdem ganz recht herzlich bei dieser Mannschaft jetzt bedanken, der Großteil, der sich hier eingesetzt hat und auch heute da war.
und die Mannschaft unterstützt hat, wie sie sich gegeben haben. Und da war ich, jetzt bin ich heute stolz und ich muss sagen, für mich ist diese Saison mit aller Widrigkeit, dieser Klassenerhalt, zwei Spieltage Verschluss, für mich persönlich mehr wert wie der Aufstieg in die Regionalliga. Und was steht jetzt als Feierei an, Ben? Was wird jetzt gefeiert? Ich denke, jetzt lassen wir mal alles sacken. Wir haben zwei Tage frei, wir haben Feiertage Montag, das haben wir bewusst so gemacht, weil wir gewusst haben, dass wir heute nicht absteigen, dass wir länger feiern können. Aber wir werden sagen, es ist für uns jetzt mal ein Akt, wir haben Planungssicherheit, wir können ab heute Abend eigentlich forcieren, unseren Kader für die neue Runde zusammenzustellen. Auch vielleicht haben wir jetzt eine bessere Position, wie wir vielleicht noch letzte Woche oder vor drei Wochen gehabt haben, dass wir auch nächste Runde eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen, die sich in der Oberliga stellen kann. Ich muss aber immer auch sagen, es wird schon ein Aderlass geben, dass wir, ich denke schon, 7-8 Spieler verlieren werden. Der Herr Fixl bleibt, das sieht man seiner Laune. Und da müssen wir halt auch, appelliere ich jetzt heute schon an unsere Fans und unsere Mitglieder. Wir werden einen neuen Weg gehen, wir werden mit neuen jungen Spielern den Weg gehen. Und da appelliere ich an euch, dass ihr auch ein bisschen Geduld habt, damit die jungen Spieler, die kommen, dass wir denen auch eine Chance geben und mit denen auch dann zu arbeiten. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Danke, Ben. Und man sieht eben zwangsläufig, kaum ist eine Runde zu Ende, dann gehen die Gedanken schon wieder in die neue Runde, Spielerkader und so weiter und so fort. Aber das bleibt ja nicht aus, es ist halt im Fußball immer so. Noch eine Frage, Tobias, wie hast du es geschafft, der Bernd hat es ja schon angeschnitten mit der Niederlagenserie, dann die Kurve zu kriegen, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen? Ja, zunächst mal muss ich sagen, wenn man das jetzt alles Revue passieren lässt, dann war die Niederlageserie schon etwas, wo ich persönlich sagen muss, da hat der SV Spielberg unheimliche Größe gezeigt. Das wäre nach, ich weiß gar nicht, wie viele Niederlagen es waren, sowas vergesst man gern. Es wäre das Einfachste gewesen zu sagen, wir müssen irgendwas auf der Trainerposition machen. Wir sind hier permanent immer guter Austausch. Ich bin auch immer sachlich und habe gesagt, also das ist eigentlich ein netter Grund, warum es hier nicht läuft. Ich habe andere Gründe gesehen, wir haben das immer diskutiert und ich muss auch sagen, Spielberg hat da für mich eine absolute Größe gezeigt. Ich bedanke mich eigentlich in dieser Phase für den Rückhalt der Vorstandschaft, ganz besonders auch vom Sportvorstand Bernd Stadler. Das war außergewöhnlich, wenn man so oft verliert. Das wäre der einfachste Weg gewesen zu sagen, verschwind. Das hat sich für ihn, die Frage hat sich für ihn nie gestellt und das ist auch was, das wäre ich der Vorstandschaft und dem Bernd Stadler persönlich auch nie mehr im Leben vergessen. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben dann hier gegen Sandhausen verloren. Wir haben dann hier zu Hause gegen der SV Sandhausen 0-7 verloren. Ich glaube, wir sind uns alle einig, an dem Abend, am nächsten Morgen haben wir uns mit der Verbandsliga Nordbaden beschäftigt. Da darf man sich auch nichts vormachen. Aber trotzdem, zwei, drei, vier Tage später war dann schon der Glaube wieder da. Wenn wir einen Punkt holen, wenn wir gewinnen, dann wird diese Situation kippen, weil wir einfach auch insgesamt zu gut arbeiten, weil der Verein auch mit viel zu viel Herzblut dabei ist. Und ich glaube, für diese Entscheidungen, die da getroffen wurden, sind wir heute belohnt worden. Ich muss sagen, aus meiner Sicht, ich gucke viel Fußball, ich komme viel rum, es war keine Selbstverständlichkeit, wie man da mit der Situation umgegangen ist. In einem, das möchte ich auch betonen, absolut emotionale Umfeld, da die Ruhe zu bewahren. Also allergrößter Respekt von mir. Wir sind heute dafür belohnt worden. Vielen, vielen Dank. So. Bernd, eigentlich denke ich mal, gehört sich nicht zu fragen, welche Spieler das waren, die du vorhin erwähnt hast. Vielleicht aber willst du dazu was mehr Details nennen, aber ich glaube es nicht. Aber was ich gerne wissen würde, wer bleibt und
bei wem steht schon fest, dass er geht? Ich denke, Jürgen, das ist eine ganz einfache Sache. Wir sind heute Abend zusammen, um zu feiern. Ich habe nur kurz angeschnitten, was mir vielleicht nicht gepasst hat. Aber jetzt Namen rauszuhauen, das würde mir nie passieren, weil das würde nicht sein. Die Insider wissen gewisse Sachen, was ich meine. Und ich glaube, solche Sachen gehören auch nicht nach außen. Ich denke, es sind 50 Spieler, wo man weiß, aber ja, die, wo in der Presse schon kursiert haben, wo gehen werden. Aber wir müssen auch sagen, dass wir bis zum heutigen Stand auch 12 Spieler haben, die beim SV Spielberg unter Vertrag sind. Da sind auch zwei neue dabei. Das ist der Nikolai Bauer, der Kapitän von Sandhausen U23, der einen hohen Sachverstand hat. Das hat man gesehen, weil der schon vor 5 Wochen bei uns unterschrieben hat und gesagt hat, wir bleiben in der Klasse. Und natürlich der David Horn, der kommt von Binwang-Kandel, der war ausgebildet bei Waldorf in der U19 und ist dann über die Station Hauenstein, Binwang-Kandel, kommt zu uns. Beide sind 22 Jahre alt und wie gesagt, wir werden jetzt ab morgen die Gespräche forcieren und dann schauen, was ist. Aber wie gesagt, ich will jetzt keine Namen heute Abend nennen, da bin ich einfach, muss ich auch sagen, zu leer und mir irgendwas zu sagen jetzt. Und ich bin jetzt irgendwo auch immer Freudetaumel und will jetzt noch 1, 2, 3 Bier trinken und dann alles sagen lassen und dann morgen früh aufwachen, wieder mit dicken Schädel und wissen, wir haben es geschafft. Danke, Ben. So, ich bedanke mich bei den beiden Herren und bevor ich jetzt die Pressekonferenz schließe, möchte ich noch ein paar Anmerkungen machen von mir. Ich darf mich, liebe Fußballfreunde, bei Ihnen auch im Namen der Mannschaft und des Vereins für Ihre Treue und Unterstützung sehr herzlich bedanken und wünsche Ihnen ein paar angenehme, fußballfreie Tage. Wir sehen uns dann hoffentlich alle wieder, zumindest in ein paar Wochen, bei der mit Spannung erwarteten Vorstellung des neuen Spielerkaders hier im Bechtle-Stadion. Ich persönlich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, verabschiede mich, sage Tschüss und auf Wiedersehen. Und jetzt wird richtig gefeiert. Danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.